Herzlich willkommen zu den Fit for Life News. Anlässlich des Tages der Rückengesundheit möchte ich dir eine Frage stellen. Wann hast du das letzte Mal Rückenschmerzen gehabt? Was war da dein erster Gedanke? Oh ja, müsste mal was wieder tun. Nur was tun? Sicher, Training kommt den einen oder anderen dann in den Sinn. Nur die Frage ist, ist Training bei Verspannungen im Schulter-Nacken-Bereich zum Beispiel überhaupt sinnvoll? Denk einmal drüber nach. Du bist in diesem Bereich verspannt und hast durch diese Spannungen Schmerzen. Wie sinnvoll ist es jetzt durch Training, egal ob es Muskeltraining am Gerät ist oder über Tubes oder Kleingeräte, wie sinnvoll kann es sein, auf eine verspannte Struktur noch mehr Spannung drauf zu bringen? Sicherlich, wenn ich die Muskulatur trainieren möchte und möchte besser werden, brauche ich Training, brauche ich Kräftigung der Muskulatur. Aber auf eine verspannte Struktur mit Kraft drauf zu geben, kann dafür sorgen, dass du noch mehr Spannung aufbaust und dass es dir dadurch kurzfristig schlechter geht und das noch mehr wehtun kann. Eine Möglichkeit, die Spannungen zu reduzieren, ist die Anwendung der Balance-Methodik. Dafür benutzen wir diese Trainingsgeräte. Entwickelt wurden sie von Dr. Tanja Kühne als Hilfe zur Selbsthilfe. Die Anwendung erfolgt aus der bequemen Rückenlage. Diese Geräte passen sich deiner Wirbelsäule an. Sie sind hier flexibel, sie sind hier flexibel. Die Geräte gibt es in verschiedenen Größen, in verschiedenen Härtegraden. Die Anwendung erfolgt aus der bequemen Rückenlage. Dadurch, dass wir einen Reflex auslösen, spürst du sofort ein Ergebnis. Die Muskulatur ist lockerer, du liegst flacher, ein angenehmes Gefühl stellt sich ein. Was außerdem noch passiert, ist, dass sich die Spannung der Muskulatur von beiden Seiten, von der rechten und linken Seite, angleicht. Trainierst du mit unterschiedlich vorgespannter Muskulatur, was natürlich bei einem Rechtshänder rechts wahrscheinlich stärker verspannt wie links ist, dann passiert Folgendes. Du trainierst am Gerät, im Kurs, mit Kleingeräten, mit Hanteln und die Seite, die stärker verspannt ist, wird sich auch stärker entwickeln, bedeutet, es entsteht ein muskuläres Ungleichgewicht. Und diese Verspannung kann sich manifestieren. Deine Fehlhaltung kann sich manifestieren. Wir vom Fit for Life möchten dir die Möglichkeit geben, nächste Woche in unseren Kursen die Balance-Methode auszuprobieren. Rufe uns an, die Telefonnummer steht hier oder hier unter diesem Video. Klicke auf den Link und melde dich für den Kurs an. Wir freuen uns auf dich.